we have seen that karma and discipline are involved with each of these three graduated spiritual aims. Wir haben gesehen, dass Karma und Disziplin bei jedem dieser drei Schritte der Entwicklung eine Rolle spielen. And we have also seen that the way that karma works, the way that it functions, how it perpetuates various sufferings. Und wir haben auch gesehen, wie das Karma bei verschiedensten Leiden diese immer wieder wiederholt und nicht enden lässt. So from destructive behavior, what that brings about is experiencing being unhappy. Und was destruktiven Emotionen angeht, so erfahren wir dadurch Unglück. And we experience nasty things happening to us, similar to what we did to others. Und wir erfahren dann auch schlimme Dinge entsprechend dem, was wir anderen angetan haben. And we experience feeling like repeating our destructive behavior. Und wir haben auch das Gefühl, dass wir unser destruktives, zerstörerisches Verhalten wiederholen. And from our constructive behavior. Und von unserem konstruktiven Verhalten her. But still, we're talking about compulsive behavior. Da sprechen wir immer noch über zwanghaftes Verhalten. We experience this ordinary happiness that never lasts and never satisfies. Da sprechen wir über dieses gewöhnliche Glück, was nie andauert und einen nie wirklich befriedigt. And nice things occurring to us, but again, they don't last. Und similar to what we did for nette others. Dinge passieren, aber sie auch wieder nicht andauern. Es ist ähnlich wie das. But from both of them, what constructive and destructive actions we experience, uncontrollably recurring rebirth, reborn over and over and over again. Aber aus beiden Arten des Leidens erfahren wir auch oder entwickelt sich das immer wiederkehrende Wiedergeburten. Because compulsively, when we die, we grasp on for another body. We want to continue existing. Denn zwanghaft, nachdem wir gestorben sind, greifen wir wieder nach einem neuen Körper, denn wir wollen unbedingt weiter existieren. Okay, so first, to fulfill the first aim, to stop the suffering of unhappiness. Um das erste Ziel zu erfüllen, nämlich das Leiden am Leiden zu beenden. We need the ethical self-discipline of refraining from destructive behavior. Brauchen wir das ethische Prinzip der Aufgebens des destruktiven Verhaltens. Right, this when we feel like acting destructively, not to do it. We need that discipline. Wenn wir destruktiv handeln möchten, dass wir uns untersagen, das zu tun. To do this, we have to stay mindful. Now we have mindfulness. Mindful of the unhappiness and suffering that would follow if we acted out that feeling. What we want to do. I want to yell at you. Um das zu tun, müssen wir achtsam sein. Wir müssen achtsam sein, dass letztlich, wenn wir das einfach nur ausagieren, dass diese oder jene schlechtes Ergebnis dem folgen wird. Und deswegen können wir durch diese Achtsamkeit diese Wiederholung beenden. Mindfulness, that's a difficult term. Something Bewältigung, I forget the German word. What it is, it's the mental glue. It is the same word as remembering. Es ist quasi das mentale, der mentale Klebstoff. It is remembering. So always remembering. Immer wieder zu erinnern. That's what we mean by mindfulness. Das meinen wir, wenn wir von Achtsamkeit sprechen. Right. What is the word? Something with Vergegenwärtigung. So you're. Yeah. I have no idea what that means in German, by the it way. It means calling something back after it has slipped. Yes, exactly. Exactly, that's what it is. Also, die Vergegenwärtigung ist das, was hier gemeint wird. It's the glue that holds us so that we're always remembering. And if you lose it, you have to remember again. This you know, I forget that this is going to cause me a problem. So I want to hold on to that and remember it. That's mindfulness. Hebstoff, der mir immer wieder zurückbringt, dass ich das nicht vergessen will, weil es mir immer wieder neue Leiden schaffen würde, wenn ich das loslassen würde. Right, so we need concentration. Also es braucht eine Konzentration. To hold on. Ich muss daran festhalten. And for this we need a caring attitude. Und dafür braucht es eine unterstützende oder eine fürsorgliche Haltung. We care about the effect of our behavior on ourselves and on others. Wir sorgen uns um die Auswirkungen unseres Verhaltens auf uns selbst und auf andere. So we take our lives seriously.
Wir nehmen unser Leben ernst. We care about how we act, and so we're careful. Wir sorgen uns darum, wie wir handeln, und sind deswegen vorsichtig. Then we also need to pay attention to what I feel like doing. This is Achtsamkeit. Und dann müssen wir Achtsamkeit ausüben in Bezug auf das, was wir tun. We have to watch out for feeling the compulsion to act or speak and think in a destructive way. Wir müssen aufpassen, dass wir, bevor wir etwas ausagieren, uns bewusst werden, dass wir da zwanghaft handeln würden. And then we need alertness. Und dann brauchen wir Wachheit. Alertness is that when we detect that I feel like acting compulsively in a destructive way, when I detect that, when I notice that, wenn ich das that's what alertness does. Wenn ich da wach bin und achtsam bin, dass da etwas kommt, was mich unheilsam ist. No, when we, not that it is going to have its disadvantages. It's going to bring problems. Ich weiß, dass es Nachteile haben wird. Es wird mir Probleme machen. So we detect that. Well, I feel like acting destructively, and then the alertness rings the alarm. Ding, 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 ding. Und dann macht diese Achtsamkeit, dass da quasi die Glocke läutet, ring, 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 und dann so then, weiß ich, because of the alarm, und wegen dieses Weckrufs, then we use attention to, we notice it, so the attention helps us to bring that mindfulness back and refrain. Nutzen wir die Achtsamkeit, um diese Vergegenwärtigung wieder lebendig werden zu lassen. These are the pieces that are involved. It's very important to differentiate clearly. Das sind die verschiedenen Elemente, die es braucht, und es ist ganz wichtig, dass man die voneinander unterscheidet. Right. Basically the mental glue, mindfulness. Erstmal diesen mentalen Klebstoff, Vergegenwärtigung. Which stays there with concentration. Bleibt da mit der Konzentration. And we're paying attention to what we feel like doing. Und dann sind wir achtsam in Bezug auf das, was wir da gerade tun. Because we care about what we will experience. Denn wir sorgen uns darum, was wir da hinterher erfahren werden. And if that what we notice is that we're feeling like acting destructively, and we've lost that mindfulness. Und wenn das, was wir da erkannt haben, destruktiv ist und wir unsere Achtsamkeit verloren haben, then that alertness, which is keeping a watch, that detects it. Dann ist diese Achtsamkeit, die darauf achtet und es feststellt. The alertness, Achtsamkeit, that will then activate the restraint, so we don't act it out. And we set that mindfulness again. Das wird dann verhindern, dass wir das ausagieren, und das wiederum wird die Gegenwärtigkeit wieder ins Spiel bringen. Do you follow that? Könnt ihr dem folgen? Hm. The main thing that we need with this type of discipline, we need it in concentration meditation as well, is the mindfulness. Hold on. Wichtige, was wir auch in der Meditation immer wieder brauchen, ist dieses Festhalten an der Gegenwärtigkeit. Right? Mental glue. Hold on to the object, hold on to the state of mind that you want to develop, hold on to remembering that if I act destructively, it's going to cause me unhappiness. Lebstoff, der dass wenn ich das durchgehen lasse, dass ich in destruktiver Weise handle. So that glue, very important. Then everything else follows from that. Und aus dem entwickelt sich alles andere heraus. If you're setting the glue, then you're paying attention and you would be alert when that glue loosens. Wenn sich dieser Klebstoff lösen würde, dann würdest du eben die Achtsamkeit einsetzen und Wachsamkeit. And if you care about what you're going to experience, you'll set it again. Und wenn es dir was ausmacht, was du dann hinterher negativ erfahren würdest, dann wirst du diese Achtsamkeit wieder anschalten. And the more that we practice this, the more easily we will remember that if I deal in a destructive way, it's just going to bring more unhappiness. Umso mehr werde ich mir dessen gewahr, dass wenn ich auf destruktive Art und Weise handle, dann wird es mir nicht gut. Now, to fulfill the second aim, liberation from the suffering of change, that's our ordinary happiness and all pervasive suffering. To fulfill the second aim, um das zweite Ziel zu erfüllen, which is liberation from the suffering of change, that's our ordinary happiness. Befreiung vom Leiden der Veränderung, das ist unser normales Glück. And the all-pervasive suffering, that's
uncontrollably recurring rebirth. Und das alles durchdringende Leiden, das ist nämlich das, was uns immer wieder zu unkontrollierten Wiedergeburten führt. To do that, we have to stop activating the karmic potentials and tendencies. Um das zu aktivieren, müssen wir die karmischen Tendenzen und Potenziale beenden. We have to stop activating them. Wir müssen aufhören, sie zu aktivieren. So, how do we activate them? You activate them so that they would give a result. So, what activates them? Was aktiviert sie, damit sie auch ein Resultat bringen? And what activates them is how we respond to feeling happy or unhappy. Das ist Art und Weise, wie wir auf das Gefühl, glücklich oder unglücklich zu sein, reagieren. First we have what's called craving. It's literally the word thirst. Erst haben wir den Begriff des Begehrens oder eigentlich ursprünglich der Begriff Durst, Dürsten nach etwas. Right? If we're feeling unhappy, we crave like a thirsty person to be parted from that unhappy feeling. Wenn wir dieses Begehren haben, dann ist es so, als wären wir eine durstige Person und würden inständig danach verlangen, diese Sache haben zu wollen. And if we're feeling this ordinary happiness, wenn wir which of course never lasts, haben, das natürlich nie andauert, then, like a thirsty person, we want to not be parted from it. Dann möchten wir wie eine durstige Person nie davon getrennt sein. It's like when you're really, really thirsty. Wenn du also wirklich durstig bist. And you have a little sip of water. Und du nur einen ganz kleinen Schluck Wasser hast. Then you crave not to be for the water to, for someone to be deprived of the water. You know, you only have a little sip, and then you know, you don't want that somebody's going to take the glass away because you're really thirsty. Betest du darum, dass dir niemand dieses Glas wegnimmt, weil du eben so wahnsinnig bist? So, that starts the activation process. Das beginnt den Aktivierungsprozess. Right? Feeling unhappy, oh, I've got to get rid of this, you freak out. Du bist unglücklich und du weißt, ich muss das unbedingt loswerden und du flippst aus deswegen. Right, and I'm feeling happy and oh, you know, I want this to last, I don't want it to stop. Oder du fühlst dich glücklich und du willst unbedingt, dass das weitergeht. Then, second step is that we grasp for a solid me, the me who needs to be freed from the suffering and not parted from the happiness. Du greifst nach einem festen Selbst, dieses Selbst, was nicht verlässt. Grasp for a solid me. Du greifst nach einem soliden Ich. Who has to be freed from the suffering. I have to be freed from suffering. Von dem Leiden frei sein muss, dass ich von Leiden frei sein will. Me, I have to never be parted from happiness. Me, me, me. Ich nie vom Glück getrennt sein. Right, as if there's some separate, independent me that has to be happy regardless of what's going on. Als wenn es da ein ganz separates, eigenständiges Selbst gäbe, was immer glücklich sein müsste, egal was auch sonst in der Welt passiert. That's what activates karmic tendencies and potentials, this combination. I'm simplifying, by the way. Kombination, ich simplifiziere das jetzt, aber diese Kombination aktiviert diese Tendenzen und Potenziale. So we're doing that all the time. Und das machen wir die ganze Zeit. We want to stay unhappy, and we don't want our happiness to end. All the time. Wir wollen nicht unglücklich sein und wir wollen auch nicht, dass das Glück zu Ende geht. Doesn't have to be conscious. It could be an unconscious process that's going on. Das ist nicht unbedingt bewusst. Es kann ein unbewusster Prozess sein, der ständig vor sich geht. So, in order to stop that, we have to realize what's called voidness. Um das anzuhalten, haben wir etwas, was wir Leerheit nennen. Which is that projection of me existing as some independent, separate thing that has to always be happy and never unhappy and so on. That doesn't correspond to reality. Da, das ist dieses Konzept, dass es da ein unabhängiges Selbst in uns gibt, was eigenständig reagieren würde, und das korrespondiert tatsächlich nicht mit der Wirklichkeit. Right? Voidness means no such thing. It doesn't correspond to reality. Leerheit heißt, es gibt nichts, was wirklich mit der Realität korrespondiert. Right. So, if we can understand that and stay focused with that. Wenn wir das verstehen und uns darauf ausrichten können. That now I'm experiencing happiness, now I'm experiencing unhappiness. So what? Dass ich jetzt Glück oder Leiden erfahre. Naja, und was? Okay, that's things go up and down.
So ist es eben. Die Dinge gehen hoch und runter. No problem. We're not freaking out about the whole thing. Da ist kein Grund auszuflippen. And me, I have to be happy. And this thing that I'm experiencing is so terrible. And it has to, we make a big deal out of it. This is what you have to stop. Dass du eine große Sache aus all diesen Dingen, aus diesen Schwankungen von Emotionen, das musst du aufhören. Right, because that activates these karmic tendencies and potentials. Das aktiviert nämlich wieder diese karmischen Tendenzen und Potenziale. I don't like, I'm unhappy, and I don't like what you're doing. Ich bin unglücklich, weil ich nicht mag, was du gerade tust. And so that if I grasp me, I don't like it. I don't want this to continue. Oder dieses ich mag dies nicht. Ich will das nicht, dass es weitergeht. I don't want to stay unhappy with what's going on. Ich möchte nicht unglücklich sein mit dem, was gerade passiert. And then that activates that tendency to yell at you, to be hostile toward you, and then compulsively I yell. Art und Weise, dass ich Tendenzen und Potenziale, die mich dazu bewegen, dass ich impulsiv oder reagiere und so, dass ich den Wunsch habe zu schreien. Then compulsively I act out that wish. Und dann agiere ich diesen Wunsch. It's very interesting. So if you can realize that. Okay, you just relax. Happy, unhappy, okay, no big deal. So, you're not activating karma. Zu entspannen, zu sagen, okay, so ist es, ein Karma. I mean, obviously, the understanding has to be quite deep to be able to get to this level. I'm simplifying it, but just to give you the general idea. Das ist einfach, natürlich muss das Verständnis dafür wirklich tief gehen. Right, and as I explained, a cause... Eine Ursache can only be a cause if there is in relation to there being a result. Wenn sie in Beziehung steht zu einer Resultat, zu einer Wirkung. If there can't be a result, then there is no cause. Wenn es kein Resultat, keine Wirkung gibt, dann gibt es auch keine Ursache. So you can't say that there is a potential anymore. So können wir auch nicht mehr von einer Möglichkeit, einem Potenzial sprechen. Okay, so that's how you get rid of it. And und auf diese Weise werden wir es los. And also with that understanding of voidness, no solid me and so on, you also get rid of the disturbing emotions. Und mit deinem Verständnis von Leerheit, also kein beständiges, fixes Selbst, so werden wir auch that would accompany destructive behavior or compulsive behavior in general. Zerstörerischen Verhalten einhergehen würde. So, at the same time as starting to slow down the process of activating old karmic aftermath. Und wenn wir zur selben Zeit würde das Verlangsamen von altem karmischen Altlasten, Überbleibseln bewirken. We stop more compulsiveness arising. Wir stoppen weitere Zwanghaftigkeit vor dem Entstehen. Right? In other words, our understanding. Unser Verständnis. Of, say, no solid me, to put it simply. Keines fixen Selbstes. It won't activate old karmic tendencies and potentials. Nicht alte Potenziale zu aktivieren. And the ones that still ripen, because it'll take a long time to get rid of them. Und die immer noch heranreifen, weil es eine ganze Weile dauert, bis wir sie loswerden. It will weaken diese the anger schwächen. And so on that could. Really, when that feeling to yell arises, that we won't act it out, so it'll help us to lessen creating more karma. Also, wenn die mit denen, die immer noch heranreifen, da haben wir die Möglichkeit, sie nicht mehr zu bestärken. Das schwächt sie ab. Und wenn der Impuls entsteht, zu schreien und so weiter, dann haben wir eine bessere Chance, das nicht zu tun. So, we need the ethical self-discipline to stay mindful of voidness. Daher ethische Selbstdisziplin und Verständnis von Leerheit. To stay mindful that Geistesgegenwart. To put it very simply, happy, unhappy, so what? Ja, angenehm, unangenehm, glücklich, unglücklich, was soll's? Right? There's no me that I have to be kein happy all the ich, time and I can't be unhappy. Als Protagonist da drin bleibt.
und sagt, ich darf nicht, ich muss und so weiter. Yeah, very interesting if you think in terms of what happens now. I have to be entertained all the time, this type of thing. I have to have music all the time. I have to have the television all the time. Otherwise I'm going to be unhappy. Dass irgendjemand hier drin unterhalten zu werden braucht, jemand den Fernseher anzuhaben hat, die ganze Zeit, sonst drohe ich, unglücklich zu werden. Yeah, this is activating. Das ist old karma. Aktivierend für unsere alten karmischen Überbleibsel. Right, they're afraid, they're freaked out to be quiet, to, oh, I'll be unhappy if I'm not listening to music. Die fürchten das Auslaufen, die fürchten das Verschwinden, die fürchten, dass sie nicht mehr stimuliert werden. Yeah, there's people who have their iPods going on in their ears all the time. Leute mit ihren iPods, die sich die ganze Zeit beschallen lassen. So we need to stay mindful of voidness again with attentiveness, alertness, caring attitude. Sich Leerheit vergegenwärtigen, Aufmerksamkeit, Wachsamkeit. And then just very briefly, die Attitude ermisst. Caring attitude, I care about what I'm going to experience. Sorgfältige Achtsamkeit, ja. Then, to fulfill the third aim, just very briefly. Und dann, um das dritte Ziel zu verwirklichen. To know fully the karma of others. Um das komplette Verständnis des Karmas anderer zu verwirklichen. We need the force of bodhicitta. It's called behind our understanding of voidness. Brauchen wir die Kraft des bodhicitta, die sich hinter uns stellt. Bodhicitta is that I am moved by deep, deep love and compassion for everybody. Bodhicitta heißt, dass ich bewegt werde, angetrieben werde von einer tiefen, tiefen Liebe und einem Mitgefühl für andere. And I take responsibility that I really am going to help them or try to help them. Und ich übernehme Verantwortung dafür, dass ich mich richtig einsetze, um ihnen zu helfen. And then we focus on our own individual enlightenment. Und dann fokalisiere ich meine Kräfte auf individuellem Erwachen. My own individual enlightenment, not your individual enlightenment, not Buddha's individual enlightenment, but my own. My own, meinem eigenen individuellen Erwachen, nicht dem des Buddha oder dem jemand anderes. Which hasn't happened yet. Welches noch nicht stattgefunden hat. But which can happen. Aber on the basis of all my, what we call Buddha nature, potentials, das qualities of the mind, Grundlage so meiner Buddha-Natur stattfinden kann. Right, the purity of the mind, and, etc. Die Lauterkeit des Geistes und die anderen Qualitäten, etc. So, all our energies, I've got to overcome all these projections of putting things in boxes and so on, because it's preventing me from helping others. All die Energien schicke ich voran und fokussiere sie darauf, für andere einzusetzen. And I have to reach this state in order to be able to best help everybody. Und ich brauche diesen Zustand, um anderen wirklich helfen zu können. And that puts much more energy behind our understanding of voidness, our understanding of reality, the interconnectedness of everything. Auf diese Weise kriege ich viel mehr Energie hinter meine Praxis und auch mein Verständnis von Zusammenhängen. So it breaks through the habits that cause our mind to make things appear in boxes. Und das spaltet so die Kerker meiner Gewohnheiten, die Welt in kleine Kistchen zu packen. And it gives much more energy behind it. Und gibt der ganzen Praxis wirklich Energie. That's easy to understand by a simple example. Das ist leicht zu verstehen mit einem Beispiel. If I come home and I'm tired and I live by myself, komme nach Hause und bin müde und lebe alleine, I can just simply forget about making something for dinner and just relax and go to sleep. Ich kann es mir leisten, einfach zu vergessen, etwas Anständiges zum Essen zu machen, kann abhängen und schlafen gehen. But if we have children, aber wenn ich Kinder habe, doesn't matter how tired we are, egal wie müde ich bin, we have that energy to make a meal for them and take care of them. Wir haben die Energie, wir bringen die Energie auf, diese Kinder zu füttern und ihnen was zu kochen. Our concern for others, wanting to take care of them, to help them and so on, gives us much more energy. Unsere Sorge um andere gibt uns viel mehr Energie und mehr Kraft. So, this is what's involved with this third aim. We need the discipline to stay
well, to stop being just selfish, thinking of ourselves, to think of others, and to aim for reaching the most highly developed state as possible. Das ist unser drittes Ziel, und das bedeutet, wir brauchen die Energie aus der Sorge für andere, um, sagen wir, das höchste Ziel zu verwirklichen, jenseits von Selbstbezogenheit. So, this is a brief presentation of how we overcome negative karma. Ein kurzer Abriss, wie man negatives Karma überwindet. Then all karma. Dann alles Karma. Then how we reach the state where we can understand others' karma and help them to overcome it. Und schließlich, wie wir den Zustand erfahren, das Verständnis des Karma im Wesen, im Leben anderer zu verstehen und wie wir ihnen helfen können. And obviously, discipline is involved with all of them. Und Disziplin ist natürlich eine Frage für alle diese drei Stadien. But it's not just discipline, because there are all these other factors that go with it. The mindfulness, attention, caring, and so on. Wenngleich Disziplin alleine das nicht macht, sondern es ist die Sorge um andere, die Geistesgegenwart. And this understanding of voidness is important really throughout. Und ein Verständnis von Leere gehört mit. Otherwise you have a very dualistic way of approaching this. Sonst bleiben wir auf einer sehr dualistischen Sichtweise sitzen. One me who's the policeman, and then one another me who's the naughty one who has to be disciplined. Ich quasi als Aufpasser und Polizist, und da vorne ist der Übeltäter und kleine Bösewicht. If you approach this whole aspect, this whole topic of developing ethical discipline in that dualistic way, it's going to be very, very problematic. Wenn wir diesen ganzen Aspekt ethischen Wachstums und ethischer Disziplin auf diese dualistische Weise verstehen, dann wird es ziemlich haarig und ziemlich schmerzhaft. Und point is to just do it. Ja. Springende Punkt ist es einfach zu tun. Right, without, you know, oh, I've got to do this, and me, 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 and all, ohne Gott. Terrible me, I'm so bad. Kreation. Forget about all of that, ich just muss do es it. Tun. Ich muss dranbleiben, ich muss es verbringen und so weiter. Einfach tut's. Yeah. So, thank you very much. Again, we'll have a dedication. Whatever positive understanding for us, whatever understanding has come from this, may go deeper and deeper. Acts as a cause for everybody to overcome all aspects of karma and all limitations.